Im Brugger Dachbodentheater 2.0 gab es bayerisch-österreichische Fusion mit der in Rosenheim in Oberbayern geborenen Sängerin Leni Menschel und Band. Für sie war es seit jeher klar, Sängerin zu werden. 2006 zog Leni nach Graz, um Jazzgesang und Gesangspädagogik zu studieren. Ich wollte nicht einmal das Lied da schreien, weil ich echt nicht wollte, dass ihr mir glaubt, dass ich noch an die denkt. Na, bitte ruf mich nicht an. Heute gibt es die Lena Menschel aus Bayern. Wie ist man zu ihr gekommen, beziehungsweise was macht die Lena Menschel so besonders? Naja, die Lena kennen wir schon länger in Bruck. Sie hat in Bruck Gesang unterrichtet. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob sie das noch macht. Es kann auch sein, dass sie jetzt mittlerweile in einer anderen Musikschule gelandet ist. Dadurch hat sie ziemlich eine Bruck-Beziehung. Und ja, sie hat schon ein paar Mal im Dachbodentheater gespielt. Jetzt hat sie eine neue LP, CD rausgebracht und die stellt sie heute vor. Eins, zwei, drei. Bereits zahlreiche Auftritte absolvierte die Vollblutmusikerin im In- und Ausland. Und jetzt stand wieder einmal ein Auftritt in Bruck am Programm. Ihre Texte im bayerischen Dialekt sind kritisch, aber auch direkt und beschreiben Situationen für jeden. Neu erfunden, selbst gefunden. Was wurde neu erfunden, beziehungsweise wo hat man sich gefunden? Ich habe mich gefunden im bayerischen Soul mit Schmäh, so kann man das sagen. Also wir spielen jetzt die Lieder auf Bayerisch und es ist irrsinnig direkt und macht ganz viel Spaß. Und war ein bisschen ein Selbstfindungstrip. Jetzt gibt es Seelen, die in deiner Brust schlagen. Welche Seelen sind da erweckt worden? Ja, also natürlich, wenn man sich selber so durchleuchtet auf der Suche nach Themen, über die man gern schreiben will, weil natürlich im Dialekt versteht halt auch jeder alles, also muss das ein bisschen interessant sein, stößt man halt dann doch auf die ein oder anderen Widersprüchlichkeiten, die man halt in sich selber hat. Also ich habe eine sehr lustige Seite und dann habe ich eine Seite, wo ich mich selber gar nicht ausstehen kann und die habe ich sehr genau beleuchtet und bin am Schluss drauf gekommen, dass jeder und alles immer zwei Seiten hat und ich halt auch. Mit ihrem neuen Album Bipolar erweckte die Sängerin souligen Pop verbunden mit Dialekt. Das Dachbodentheater hat ja jetzt und früher schon ein sehr reichhaltiges Programm gehabt, aber ich glaube, dem bleibt es ja treu. Es gibt eine sehr abwechslungsreiche Musik. Ja, wir bemühen uns, abwechslungsreiche Musik nicht unbedingt in Mainstream zu zeigen, sondern auch andere Sachen wie Jazz, Blues oder heute eben die Lena. Das Dachbodentheater zur Ebenen ehrt hat mit diesem Event wieder einen außergewöhnlichen Akzent gesetzt und bewiesen, dass Musik nicht nur einseitig, sondern vielfältig angeboten werden soll.